Was wäre, wenn der Scorpius Rex bereits im allerersten Jurassic Park Film von 1993 mit am Start gewesen wäre? Ja, was wäre, wenn der Scorpius Rex wirklich im Jurassic Park selbst in einem hinter den zahlreichen Gehegen gewesen wäre? Diese Frage behandeln wir jetzt hier in diesem Video und das ist auch tatsächlich ein ultra spezielles Video. Zum einen habe ich das Gefühl, dass hier gerade alles extrem belichtet ist. Ich hoffe, das ist später im Video ein bisschen besser. Zum anderen allerdings ist diese Idee nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Nein, diese Idee wurde mir von jemandem von euch vorgeschlagen. Denn ihr könnt jetzt ja seit neuestem bei mir live auf Twitch bestimmte Themen vorschlagen bzw. themenfrei kaufen und nein, nicht mit echtem Geld. Das Ganze läuft über sogenannte Kanalpunkte ab. Das heißt, je länger ihr beim Stream mit dabei seid, umso mehr Kanalpunkte verdient ihr. Diese Kanalpunkte könnt ihr dann eben für verschiedene Gadgets ausgeben, wie neue Smileys oder bestimmte Sounds oder eben wie jetzt hier in diesem Fall ein Thema, das ihr mir pitcht und ich danach eben entscheide, okay, den Pitch finde ich ganz geil, das Thema nehmen wir auf den Kanal mit auf. Da mir generell immer wieder Leute von euch schreiben, sie möchten namentlich jetzt hier nicht zwingend genannt werden, was vollkommen cool ist, werde ich jetzt auch hier einfach mal deinen Namen nicht erwähnen. Also in Zukunft, wenn ihr euch bestimmte Titel auf Twitch freikaufen wollt oder bestimmte Ideen an mich weitergeben wollt und ihr möchtet, dass ich euren Namen in den Videos erwähne, dann müsst ihr mir das bitte dann auch im Livestream mitteilen, denn ansonsten gehe ich da lieber mal auf Nummer sicher. Auf jeden Fall wurde das Thema, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic Park gewesen wäre, mit den Kanalpunkten freigeschaltet und genau um dieses Thema geht es jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß! Okay, ihr Lieben, wie in jedem Was-wäre-wenn-Format müssen wir uns jetzt hier erstmal überlegen, wie es denn rein logisch Sinn machen würde, dass der Scorpius Rex in irgendeiner Form im Jurassic Park mit dabei gewesen wäre. Oder vielleicht fangen wir nochmal auf einer ganz anderen Baustelle an. Was ist der Scorpius Rex überhaupt? Das sollte man vielleicht erklären, denn der Scorpius Rex gehört offiziell zum Jurassic-Kanon. Allerdings kennen viele von euch das Tier überhaupt nicht, da ihr die Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous nicht geschaut habt. Und ich kann es nur noch einmal nachdrücklich hier sagen. Ich empfehle jedem, diese Serie zu schauen, der oder die auch nur ansatzweise Jurassic Park liebt, ja? Kein einziger der Jurassic World Filme schafft es, das Jurassic Park Feeling so gut nochmal aufzugreifen, wie die Animation Serie Jurassic World Camp Cretaceous und gerade Staffel 1 bis 3 sind halt unfassbar geil und Staffel 4 bis 5 sind so ein Fiebertraum, da kann man aber auch seinen Spaß damit haben, wenn man auf vierbeinige Roboterhunde steht, die Laser auf Dinosaurier schießen oder Dinosaurier, die mit PlayStation-Controllern kontrolliert werden. Wilder Geschichtsbruch eigentlich von Staffel 3 auf Staffel 4 rüber. Naja, der Scorpius Rex ist allgemein als der allererste richtige geschaffene Hybrid im Jurassic-Universum bekannt. Und ja, das Thema Hybriden haben wir auch schon mal besprochen gehabt. Im Jurassic-Universum sind Hybride lediglich Dinosaurier, die aus mindestens zwei verschiedenen Dinosaurier-Komponenten zusammengewürfelt wurden. Das heißt, der T-Rex ist kein Hybrid, nur weil er mit einer Frosch-DNS aufgefrischt wurde. Das stimmt nicht. Nein, der Scorpius Rex ist laut Jurassic-Kanon der allererste Hybrid gewesen. Sogar noch vor dem Indominus Rex. Man könnte sogar sagen, der Scorpius Rex ist so ein bisschen der Prototyp gewesen für das, was dann später der Indoraptor geworden ist. Denn wir sehen auch gerade ja vom Optischen und eben auch von der Größe her, ähnelt der Scorpius Rex dann doch eher einem Indoraptor, der gerade gegen einen Bus gelaufen ist. Das Tier ist wirklich unglaublich hässlich, was aber auch Teil der eigentlichen Geschichte ist. Denn was den Scorpius Rex so ultra gefährlich macht, und das sollten wir uns im Hinterkopf behalten, wenn es gleich um die Geschichte geht, was wirklich wäre, wenn der Scorpius Rex im Jurassic Park gewesen wäre, die Fähigkeiten von dem Fiesen wirklich zahlreich. Also zum einen hat der Scorpius Rex ein Nachtsichtgerät eingebaut. Also er kann seine Augen in einen Nachtsichtmodus umswitchen. Er kann Infrarot und Wärme wahrnehmen. Er kann giftige Stacheln verschießen. Und ja, er kann auch tatsächlich das, was sie dann auch später in Jurassic World Dominion Blue einfach hinzugedichtet haben. Er kann sich ohne einen andersgeschlechtlichen Partner fortpflanzen. Und das laut Jurassic World Camp Cretaceous nahezu auch
unbegrenzt. Das heißt, das eine Tier kann das zweite erschaffen, dann kann das eine Tier einen weiteren erschaffen und das zweite Tier einen weiteren erschaffen. Und ja, tatsächlich kann die Geburtenrate dieses Tieres überproportional in der gesamten Masse steigen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da geht es darum, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World Camp Cretaceous wirklich aufs Festland gekommen wäre. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Kleiner Spoiler, da geht es wirklich um so ein apokalyptisches Szenario, wo ich auch wirklich behaupte, dass die Kinder in der Animationsserie einfach die Welt gerettet haben, weil dieses Vieh wirklich hätte alles zum Untergang bringen können. Und ja, es mag sich jetzt gerade für Leute, die Hybride nicht wirklich mögen, so ein bisschen überzogen anhören, der kann giftige Stacheln schießen, was für ein Bullshit. Nein, glaubt's mir wirklich, ich verspreche euch, Staffel 3 ist die beste Staffel der gesamten Reihe und vielleicht sogar das beste Produkt, das Jurassic World jemals auf den Markt gebracht hat. Zwei Leute von euch sind meiner Empfehlung auch schon gefolgt, haben sie die Serie angeschaut und haben das sogar bestätigt. Ihr fandet komischerweise auch Staffel 4 und 5 geil. Wahrscheinlich habt ihr da aber auch gerade ein bisschen... Ist ja okay. Das kann man auf jeden Fall mögen. Jetzt wisst ihr allerdings, worauf wir uns jetzt hier einlassen müssen, wenn wir über den Scorpius Rex sprechen. Wie packen wir jetzt allerdings den Scorpius Rex in die Jurassic Park-Thematik rein? Und ich habe mir da ein paar Szenarien überlegt. Wir müssten ja zum einen dafür sorgen, dass in Jurassic Park, beziehungsweise schon vor dem Erbauen des allerersten Jurassic Parks, da müsste schon das Amalgam-Testing durchgeführt worden sein. Denn das Amalgam-Testing führt ja dann erst letztendlich zur Erschaffung der Hybride. Und wie wird Forschung am besten vorangetrieben? Na klar, durch finanzielle Hilfe, durch Gelder. Deswegen wäre es auch hier in diesem Szenario, so wie im letzten Was wäre, wenn noch der Fall gewesen, dass sowohl Benjamin Lockwood und eben auch Anton Hammond ihre Zusammenarbeit nicht beendet hätten und beide Multimilliardäre hätten gemeinsam an einem Jurassic Park gearbeitet. Im letzten Szenario haben wir noch darüber gesprochen gehabt, dass John Hammond eben den Jurassic Park aufbauen will, während Benjamin Lockwood schon mehr an einer Art von Heilung interessiert ist. Denn diese Gentechnik kann natürlich für noch wesentlich mehr benutzt werden, als nur Dinosaurier zu klonen. Ich meine, theoretisch könntest du damit auch ganze Menschen nachklonen und könntest dann Organe, die vielleicht von Krebs befallen sind, einfach austauschen gegen die von den Klonen. Wenn jemand von euch den Film Die Insel gesehen hat, das wäre ja im Jurassic-Kosmos tatsächlich möglich. Und genau das nimmt sich ein Dr. Henry Wu dann eben auch zugute. Denn Wu hat ebenfalls noch einen weiteren, sehr lukrativen Plan. Er sagt, wir brauchen trotz allem, obwohl beide Multimilliardäre natürlich, naja, wesentlich mehr Geld haben als eben nur ein einziger John Hammond, ist der Park dennoch auf Investoren angewiesen. Warum? Naja, weil der gesamte Park eben auch erhalten bleiben muss. Das heißt, nur weil man eben sehr viel Geld hat, ist ähnlich wie auch beim Haus. Wenn du jetzt gerade 1 Million Euro gewonnen hast, dann kaufst du dir auch kein Haus für 1 Million Euro und stellst es dann dahin und merkst dann irgendwann, ach Mist, das Haus muss ja auch noch unterhalten werden. So ähnlich wird das Ganze eben auch hier sein. Das heißt, die beiden Visionäre denken wesentlich größer, während der eine, John Hammond eben, den Jurassic Park errichten möchte, um nach seinem eigenen Zitat den Menschen etwas nahe zu bringen, was keine Illusion ist, verlangt ein Benjamin Lockwood, dass er den Park finanziell weiterhin unterstützt, wenn er ebenfalls Mitteilhaber der gesamten Nummer sein kann und wenn er sich die gesamten Forschungen des Parks für seine eigenen Interessen mitnutzen kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben den Jurassic Park, wo Dinosaurier gezüchtet werden, wo auch anhand von neu geschaffenen Zellen nun Dinosaurierkrankheiten geheilt werden können. Das wird zumindest im Buch hier und da mal aufgegriffen, dass die Tiere eben auch bestimmte Krankheiten ausgebrütet hatten. Das würden sie jetzt hier in dem Szenario ebenfalls heilen können. Und diese Forschungen würden dann auch parallel für die Heilung von bestimmten Krankheiten von Menschen benutzt werden. Das heißt, dieses größere Denken sorgt dann logischerweise auch dafür, dass die gesamten Unterhaltungskosten wesentlich größer gedacht werden müssen. Dr. Henry Wu kommt also auf den Trichter, wie wäre es denn, wenn wir wohl einen der größten Geldgeber der gesamten Welt mit ins Investorenboot holen, nämlich das Militär. Und ja, damit fängt die ganze Geschichte dann mehr oder weniger an. Natürlich würde hier eine hitzige Debatte entfachen und die drei Männer, Dr. Henry Wu, Benjamin Lockwood und John Hammond, würden sich stark darüber unterhalten, was denn jetzt die Konsequenzen der gesamten Nummer sein könnten, wenn das Militär mit an Bord kommen würde. John Hammond wäre der einzige der gesamten Truppe, der komplett dagegen wäre. Er war von Anfang an nur dafür, den Menschen
Männchen, den Menschen Ehrfurcht zu zeigen und eben die Dinosaurier, die Faszination der Dinosaurier zurück zum Leben zu holen. Benjamin Lockwood ist daran schon ein bisschen mehr interessiert, dass seine Forschungsziele weit über einen Zoo hinausgehen. Und Dr. Henry Wu hat natürlich nur einen Gedanken im Hinterkopf, er möchte Gelder haben, um seine Forschung weiter voranzutreiben. Ich glaube, damit bleibe ich relativ gut im Bilde der Charakterisierungen der Figuren aus den Filmen. Dr. Henry Wu wollte immer seine Forschung weitertreiben. Aus diesem Grund ist er dann auch letztendlich zu Biosyn gegangen. Aus diesem Grund war er im Jurassic World Park. Aus diesem Grund ist das Amalgam-Testing überhaupt zustande gekommen, da er den Untergang des Jurassic Park einfach nicht akzeptieren konnte. Dazu habe ich sogar auch schon mal ein Video gemacht über die gesamte Geschichte von Dr. Henry Wu. Habe ich dir jetzt auch mal da oben verlinkt. Benjamin Lockwood selbst würde ich dann doch sehr als Optimist einschätzen, beziehungsweise mehr als jemanden, der sehr optimistisch ist, weil er auch gleichzeitig relativ blauäugig sein würde, wenn es eben darum geht, etwas Gutes zu tun, in diesem Fall eben, naja, Krankheiten beim Menschen zu heilen, unter anderem dann eben später auch bei seiner eigenen Tochter Charlotte Lockwood. Und John Hammond würde ich ebenfalls als relativ gut getroffen hier in dem Szenario einschätzen, einfach anhand dessen, was er gesagt hat. Ich meine, John Hammond war nie derjenige, im Film zumindest nicht, der da jetzt wirklich komplett skrupellos und rücksichtslos gewesen ist. Er mag hier und da auch vielleicht ein bisschen blind gewesen sein, aber ich meine, als Donald Gennaro den Spruch ablässt von wegen, ja, dass sie mit dem Park ja ein Vermögen machen und daraufhin sagt dann eben John Hammond, naja, dieser Park wurde aber eben nicht nur für die reichen Leute gebaut, sondern eigentlich möchte er damit jedem auf der Welt etwas bieten. Das heißt, Hammond möchte einfach seinen Jurassic Park erbauen und hat daran kein Interesse, das Militär mit einzubeziehen, während hingegen aber Dr. Henry Wu seine Forschung vorantreiben möchte und auch Benjamin Lockwood eben, naja, scharf darauf ist, dass die ganze Nummer eben funktioniert und auch weitergetragen wird über diese ganze Zoo-Simulation drüber hinaus. Das heißt, wir haben eine hitzige Diskussion, letztendlich schaffen es aber dann die anderen beiden, John Hammond davon zu überzeugen. Die Erschaffung eines funktionierenden, auf Kommando hörenden Dinosauriers wäre laut Dr. Henry Wu allerdings dadurch extrem wichtig, beziehungsweise wäre das eine Bedingung, die mit eingebaut werden müsste, denn was würde ein Militär denn von einem Jurassic Park wirklich abverlangen können? Henry Wu und Lockwood lassen John Hammond damit aber erst einmal im Dunkeln. Sie haben sich entschieden, okay, das Militär darf mit einbezogen werden. Dass nun ein Scorpius Rex im Hintergrund langsam am Erschaffen ist, davon weiß John Hammond also wie gesagt überhaupt gar nicht. Und selbst ein Benjamin Lockwood, der einfach nur davon mitbekommen hat, dass Dr. Henry Wu einen Dinosaurier erschaffen möchte, der auf den Menschen abgerichtet ist, der quasi auf menschliche Befehle hört, hält das Ganze für ganz vernünftig. Ich meine, warum auch nicht? Sollen wir nicht alle Dinosaurier direkt so machen, dass die auf den Menschen hören? Ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Doch Dr. Henry Wu, der ja irgendwie auch immer wieder mal so ein bisschen wie Dr. Frankenstein agiert, außer in Jurassic World Dominion, da auf einmal komischerweise nicht mehr, aber normalerweise war er immer so der wahnsinnige und trotz allem auch geniale Wissenschaftler, der es auch nie verpasst hat zu erwähnen, wie genial er sich doch selber findet. Und ja, so wäre das Ganze nun also ins Rollen geraten. Der Jurassic Park, auch wenn er in dieser Variante hier wesentlich größer gewesen wäre, hätte dennoch weiterhin Probleme. Gerade eben was die Sicherheitssysteme angeht, musste man extrem starke Vorkehrungen treffen. Deswegen musste man den Spezialisten Dennis Nedry dafür anheuern. Und ja, auch hier würde John Hammond ganz klar wissen, dass Dennis Nedry die Geldprobleme hat, die er eben auch im Film hat. Allerdings wäre ihm das hier mehr oder weniger genauso egal. Er würde die Schuld weiterhin Dennis Nedry geben, was ja auch vollkommen richtig ist im Endeffekt. Man ist meistens selber daran schuld, wenn man irgendwie so stark in die Schulden gerät wie ein Dennis Nedry. Das erwähne ich jetzt hier nur, dass wir uns darauf einstellen können, was dann eben auch noch passiert. Wie kommen jetzt aber Dr. Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm hier ins Boot? Naja, eigentlich auch genauso wie im Film, denn durch die ganzen Unfälle, die hier trotz allem weiterhin passieren, braucht John Hammond, um seine Investoren am Ball zu halten. Er hält weiterhin nicht allzu viel vom Militär. Er möchte seine Investoren festhalten. Dadurch braucht er eben die Experten, die er auch im Originalfilm braucht. Und so kommen dann eben sowohl der Anwalt Donald Gennaro als aber auch Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm auf die Isla Nublar. Was an diesem Bass wäre, wenn jetzt hier für mich sehr interessant ist: Wir haben das allererste Mal in dieser Geschichte, glaube ich zumindest, ich habe ja das Was-wäre-wenn-Format jetzt auch schon ein bisschen länger, da habe ich dir mal die Playlist da oben verlinkt, ich glaube, ich habe hier zum allerersten Mal
seit wir dieses Was-wäre-wenn machen, keinen großen Alpha-Predator in diese Geschichte eingebaut, sondern eben einfach einen etwas kleineren Dinosaurier. Das ist sehr interessant, da wir uns ja normalerweise immer auf die T-Rex-Szene versteifen und dann dort entweder den T-Rex austauschen gegen den Indominus Rex, gegen den Spinosaurus oder eben ähnliches. Und ab da verändert sich dann die Geschichte im Regelfall immer gravierend. Das wäre jetzt hier allerdings ganz, ganz anders. Ich sollte vielleicht aber noch eine Frage beantworten, die sich auch der ein oder andere von euch möglicherweise vorhin schon gestellt hat. Was wurde eigentlich im Original mit dem Scorpius Rex? Das wird gleich noch wichtig für diese Was-wäre-wenn-Geschichte. Im Original Jurassic World Canon, also in Jurassic World Camp Cretaceous, wird der Scorpius Rex eben geschaffen. Auch schon fürs Militär tatsächlich, ja. Wir erfahren daraufhin übrigens auch, dass auch der Indominus Rex bereits nur fürs Militär gezüchtet wurde. Im Film wird uns und eben ja auch allen Parkmitarbeitern der Indominus Rex ja mehr als ein Publikumsmagnet verkauft und deswegen muss er sich auch tarnen können und er muss mit Raptoren kommunizieren können und er muss sich unsichtbar machen können. Das habe ich gerade, glaube ich, zweimal gesagt, das letzte. Er muss seine Temperatur ändern können und bla bla bla. Wir bekommen auf jeden Fall in der Serie raus, nee, das ist nicht für die Zuschauer, das ist tatsächlich schon, der Dinosaurier ist hier auch schon fürs Militär im Hintergrund, im Geheimen geschaffen worden von Dr. Henry Wu. Und der Scorpius Rex war da quasi der Anfang. Nur hat Dr. Henry Wu in dieses Vieh alles reingepumpt, was irgendwie ging. Dadurch wurde der Scorpius Rex viel zu aggressiv und man musste ihn im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis legen. Das heißt, der Scorpius Rex wurde dann in so einem Behälter eingefroren und dann später, als die Isla Nubla untergegangen ist, beziehungsweise komplett zerstört wurde, sind ja dann die Kinder aus Camp Cretaceous, also Darius, Brooklyn, Kenji und Co., auf der Insel zurückgeblieben und Kenji hat dann einfach aus Versehen im Labor den Scorpius Rex befreit und dann quasi diese Kapsel wieder aufgetaut. So kam das Tier dann eben auch wieder frei und also ja, der Scorpius Rex war tatsächlich auch schon zum Zeitpunkt von Jurassic World 1 am Start gewesen, nur war eben eingefroren. In diesem Szenario jetzt hier wäre es natürlich nicht unbedingt anders gelaufen. Auch Dr. Henry Wu hätte sich früher oder später eingestehen müssen, okay, wir müssen das Militär noch ein bisschen hinhalten. Der Scorpius Rex, der ist zu aggressiv. Wir können ihn nicht kontrollieren. Wir müssen das Vieh jetzt auch, genau wie im Original, einfrieren und eben ruhig stellen und das alles einfach nochmal versuchen. Wir müssen gucken, dass wir einen Hybriden erschaffen, einen Dinosaurier erschaffen, das ist ja die offizielle Geschichte, der auch wirklich funktioniert, wie ein Produkt, das aufs Militär abgerichtet werden kann. Gesagt, getan, der Scorpius Rex wird eingefroren und naja, wir befinden uns allerdings hier noch im Jahr 1993. Wir sind noch relativ früh unterwegs für so einen Hybriden. Die Technik in Jurassic World war wesentlich weiter fortgeschritten. Aus diesem Grund hier ist alles miteinander verbunden. Im Jurassic Park, ich meine, wir haben es ja selber auch gesehen, da machst du ein System aus und sämtliche Sicherheitssysteme krachen in sich zusammen. Da machst du quasi zwei Schalter um und plötzlich ist der gesamte Park lahmgelegt. Du hast keine Sicherheitssysteme mehr. Das wäre im Jurassic World Park sicherlich anders gewesen. Da gäbe es natürlich immer wieder auch mal bestimmte Grenzen, die eben dafür sorgen, dass halt eben nicht alles auf einen Schlag lahmgelegt wurde. In Jurassic Park, wie wir wissen, war das anders. Da wurde der gesamte Park lahmgelegt, nachdem Dennis Nedry die Sicherheitssysteme abgeschaltet hat und dann nochmal, nachdem Ray Arnold quasi den Rest dazu beigetragen hat. Und diese gesamte Stromversorgung ist logischerweise mit dem Behälter, in welchem der eingefrorene Scorpius Rex eingefangen ist, verbunden. Das sollten wir uns beim Hinterkopf behalten, wozu das eben dann noch führt. Jetzt kommen also unsere Helden in den Jurassic Park und ahnen noch überhaupt nichts. Ellie Sattler und Alan Grant und auch Ian Malcolm sind erstmal fasziniert von dem Brachiosaurus, den sie dort direkt am Wasser erhaschen können. Donald Gennaro ist so begeistert, dass er erstmal direkt darauf hinweisen muss, dass wir jetzt hier mit diesem Park den Leuten so richtig das Geld aus der Tasche ziehen können. John Hammond lässt sich dann daraufhin auf einen Tag mit reduzierten Preisen herunterbrechen und wir bekommen also quasi ein relativ ähnliches Szenario oder eigentlich genau dasselbe Szenario wie auch im Film. Das spulen wir jetzt bis zu dem Zeitpunkt vor, an dem dann Dennis Nedry sich dazu entscheidet, loszuziehen, um sich noch etwas Süßkram zu holen und dabei dann eben die Sicherheitssysteme abschaltet. Als diese abgeschaltet werden, fängt ebenfalls der Eisbehälter, in welchem der Scorpius Rex verwahrt ist, langsam an zu schmelzen. Dieser Eisbehälter ist logischerweise auch in einem Teil der Labore untergebracht gewesen. Zwar relativ versteckt vom ganzen Rest, da das ja irgendwie auch noch mehr oder weniger geheim vonstatten geht. Das heißt, John Hammond weiß ja, was da geforscht wird. Er weiß eben nur nicht, wie weit Dr. Henry Wu hierbei auch gegangen ist. Und die Labore sind, wie wir wissen, relativ zentral im Jurassic Park. Das heißt, wir haben jetzt folgende Szenarien, die sich hier parallel ereignen.
Auf der einen Seite bekommen wir mit, wie der T-Rex ausbricht und wir dann auch die grandiose T-Rex-Outbreak oder Breakout-Szene im Film bekommen, wo er dann eben auch den Wagen von Tim die Klippe runterstößt, wo dann auch Donald Gennaro gefressen wird. Und die Szene kennen wir jetzt ja. Allerdings wäre hier etwas anders gewesen. Denn im Originalfilm ist es ja so, dass wir dann später sehen, wie Ellie Sattler und Robert Muldoon sich auf den Weg machen zu dem T-Rex-Gehege, wo sie dann später auch ihren Malcolm wieder aufgabeln, der verletzt wurde bei der ganzen Aktion. Das wäre jetzt hier nicht passiert. Tatsächlich wäre Dr. Ian Malcolm in diesem Szenario hier gestorben, da der T-Rex wieder aufgetaucht wäre. Ich weiß, im Film taucht der T-Rex hier auf, weil er wahrnimmt, dass da jemand ist. Allerdings ist das immer noch ein Territorium vom T-Rex. Der wäre wahrscheinlich auch so oder so wieder zurückgekommen und hätte dann einen vor Leid stöhnenden Dr. Ian Malcolm entweder zertrampelt, aus Versehen oder eben gefressen. Ian Malcolm wäre auf jeden Fall gestorben, wenn ihm hier keine Hilfe zugekommen wäre. Und warum wäre jetzt hier eigentlich keine Hilfe gekommen? Naja, der Scorpius Rex ist frei und hätte erst einmal komplett im Zentrum des Jurassic Park gewütet. Und zwar genau im Besucherzentrum. Wir sehen ja im Film, dass das Besucherzentrum und auch die Labore selber stark miteinander verknüpft sind. Es gibt im Buch bestimmte Hinweise, dass auch noch außerhalb irgendwelche Labore existiert haben, beziehungsweise auch bestimmte Stationen für einige Feldversuche. Allerdings war der Scorpius Rex ja auf Eis gelegt. Der ist nun hier also freigekommen und hat erst einmal die gesamten Forschungseinrichtungen zerstört, inklusive aber auch die gesamten Forscher getötet. Als der Alarm losgeht und man die Zerstörung und das Klirren der Gläser und das Zerscheppern der Bildschirme hört, eilt Robert Muldoon erst einmal los in diese Forschungsanlage, um eben zu sehen, was dort los ist. Und er findet aber nichts vor. Zumindest findet er noch keinen Scorpius Rex vor. Allerdings sieht er das gesamte Forschungspersonal tot am Boden liegen, mit ungefähr einem Meter langen, dicke, giftige Stacheln im Rücken. Diese Stacheln wurden vom Scorpius Rex eben abgeschossen. Das Thema hatten wir vorhin gehabt. Der Scorpius Rex kann eben diese Stacheln schießen. Da allerdings nun niemand wirklich weiß, was genau hier gerade abgeht, kann man darauf auch nicht wirklich eingehen. Also Robert Muldoon ist auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass sich nun die restliche Gruppe, das heißt Ellie Sattler und auch ein John Hammond, erst einmal hier drin verbarrikadieren sollten. Er selber versucht dann allerdings noch Kontakt zu Dennis Nedry aufzunehmen und auch zu Dr. Henry Wu, denn das, was hier gerade am Laufen ist, dass es sich hierbei um eine Kreatur handelt, das erkennt Robert Muldoon ebenfalls an den gewaltigen Krallenspuren, die an den Türen sind. Ja, auch die Türen konnten vom Scorpius Rex ohne Probleme her aufgebrochen werden. Das Tier ist nun also ins Freie gelangt und Ellie Sattler und Robert Muldoon und eben auch John Hammond haben sich erstmal selbst eingeschlossen, um die Lage erstmal ein bisschen abzuwarten. Allerdings ist Ellie Sattler ebenfalls auf den Trichter gekommen, dass sie nicht mehr länger warten können. Was auch immer dort gerade ausgebrochen ist, reiht sich ja jetzt nur in die Verkettung der Ereignisse mit ein. Sie müssen sofort losfahren und müssen Lex und Tim und auch Alan Grant und Ian Malcolm und von mir aus auch Donald Gennaro, die müssen eben gerettet werden. Robert Muldoon hält allerdings Ellie erst einmal noch davon ab, jetzt wirklich loszuziehen, und durch diese Zeitverzögerung kommt dann eben auch der Tod von Dr. Ian Malcolm zustande. Der Scorpius Rex währenddessen ist nun ins Freie herausgekommen und jetzt haben wir die zweite grandiose Fähigkeit vom Scorpius Rex. Er kann Wärme erkennen und quasi ein Nachtsichtgerät in seinen Augen aktivieren, sodass er auch im Dunkeln perfekt sehen kann. Dadurch, dass es eben regnet und die gesamte Nacht dann doch relativ runtergekühlt ist, fällt ihm ein Wärmebild sehr stark auf, nämlich das Wärmebild des Tyrannosaurus Rex am T-Rex-Gehege. Was jetzt passieren würde, kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, der Scorpius Rex würde natürlich vor Ellie Sattler und Robert Muldoon am T-Rex-Gehege ankommen. Die beiden würden sich dann doch noch dazu entscheiden, dass sie dorthin fahren müssen, um eben, naja, Alan Grant und eben auch die Kinder und Ian Malcolm zu retten. Der Scorpius Rex kommt allerdings wesentlich früher dort an und ja, der Scorpius Rex wäre in der Lage gewesen, Rexy mit einem dieser Giftpfeile zu töten. Das heißt, als Ellie Sattler und Robert Muldoon dann dort ankommen, würden sie nur noch einen toten Tyrannosaurus Rex vorfinden, ebenfalls noch die Leiche von Dr. Ian Malcolm und eben Donald Gennaros Körperteile, die wieder überall rumfliegen würden, wie auch im Originalfilm. Jetzt müssen wir uns darauf verlassen, was uns die Serie Jurassic World Camp Cretaceous gezeigt hat. Der Scorpius Rex ist ein unfassbar schneller, leiser und gezielter Jäger. Wir befinden uns gerade in der Nacht. Der Scorpius Rex hat erst vor einer kurzen Zeit den T-Rex getötet, beziehungsweise ihn mit einem Giftstachel abgeschossen und sich dann erstmal daraufhin zurückgezogen, um zu warten,
wann das Gift jetzt wirklich wirkt, dass der T-Rex dann sein Ende findet und er sich vielleicht auch so ein bisschen an ihm satt fressen kann. Ellie Sattler und Robert Muldoon kämen jetzt also in, naja, sagen wir mal, zum falschen Zeitpunkt an diesem Ort an, denn der Scorpius Rex, der wäre weiterhin dort vor Ort gewesen. Während Ellie noch die gesamten Trümmer durchsucht und dann dabei eben die Leiche von Dr. Ian Malcolm findet und eben auch die Körperteile von Donald Gennaro, macht sich Robert Muldoon auf, näher an das Gehege heranzugehen und gelangt dabei ein bisschen zu nah an einen der Büsche an der Seite heran, wo er dann ein leichtes Rascheln hört. Dann hätten wir eine ähnliche Szene wie eben auch im Original Jurassic Park Film gehabt. Nur dass hier kein Velociraptor seinen Kopf durch das Gebüsch durchgesteckt hätte, nein, hier wäre auf einmal der massive Kopf des Scorpius Rex erschienen. Wir sehen in der Serie Jurassic World Camp Cretaceous, wie schnell der Scorpius Rex dabei zuschlägt. Das heißt, wir haben verschiedene Jagdszenen von ihm gesehen, wie er seine Opfer eben einfach packt und die quasi noch im Rennen zerreißt. Das wäre jetzt hier auch mit Robert Muldoon passiert. Ellie Sattler könnte nicht einmal das Geschrei von Muldoon schnell genug wahrnehmen, da der Scorpius Rex ihn direkt am Kopf gepackt und zugedrückt hätte. Muldoon wäre also augenblicklich tot gewesen und durch das Rascheln hätte sich Ellie Sattler maximal nochmal nach hinten umgedreht, um dann eben festzustellen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wo ist Muldoon hin? Das Ganze wäre jetzt sehr wie in einem Horrorszenario und ey, ich kann es nur nochmal sagen, Staffel 3 von Camp Cretaceous, beste Staffel auf jeden Fall. Ist auch so ein bisschen eine Horrorstaffel, immer noch eine Kinderserie, ich weiß, aber die geht schon sehr in diese Horrorrichtung, weil der Scorpius Rex eben dafür sehr viel macht, durch seine verschiedenen Fähigkeiten, seine lautlose Art, sein schon fast alienhaftes Auftreten. Das werden wir jetzt auch mal hier anwenden, denn Ellie Sattler würde nur die Geräusche im Gebüsch hören. Sie würde den Scorpius Rex allerdings nicht sehen können. Was sie aber dann finden würde, wäre eine Blutlache am Boden eines Baumes. Sie würde also in Richtung des Baumes gehen, mit ihrer Taschenlampe würde das Blut inspizieren und dann merken, dass das Blut allerdings von oben nach unten heruntertropft. Als Ellie dann nach oben schaut, sieht sie, wie der Scorpius Rex oben in den Bäumen hängt und, naja, sich daraufhin ebenfalls auf Ellie Sattler stürzt. Das wäre dann logischerweise auch der Tod von unserer Dr. Ellie Sattler gewesen. Und ja, in dieser gesamten Szene jetzt hier gerade habe ich mich wirklich komplett darauf reduziert, was wir vom Scorpius Rex auch in der Serie gesehen haben. Das heißt, ich finde tatsächlich, dass das Szenario eigentlich ganz realistisch gewesen wäre. Ich meine, wir könnten jetzt auch sagen, okay, der Scorpius Rex hätte auch einfach im Bunker, also im Besucherzentrum schon versuchen können, die dort verschanzten Leute, also Ellie Sattler, Robert Muldoon und John Hammond anzugreifen, weil er ja deren Wärme hätte wahrnehmen können. Allerdings dachte ich mir, es macht mehr Sinn, wenn der Scorpius Rex erstmal aus dem Gebäude rausrennt, von mir aus auch erstmal kurz vor Panik, und dann eben draußen in dem relativ kühlen Dschungel, wo einfach nichts anderes ist, dann erstmal sofort den warmen Körper des T-Rex ausmacht. Außerdem wäre er, wie wir auch aus der Serie kennen, mit zu viel Hitzeeinstrahlung durch Lichter leicht überfordert gewesen, weil Feuer an sich hat ihn ja auch in der Serie schon sehr verwirrt, deswegen macht es für mich eben Sinn, dass das Tier nach draußen gerannt ist. Ellie Sattlers Schrei würde also durch die gesamte Nacht hallen, während sie vom Scorpius Rex umgebracht wird. Und ja, diesen Schrei bekommt ebenfalls ein Dr. Alan Grant mit, der sich bereits mit Lex und Tim auf den Weg gemacht hat, eigentlich von dieser Location zu flüchten, um vom Tyrannosaurus Rex zu fliehen. Allerdings hat Alan Grant die Kinder darauf hingewiesen, erst einmal noch in Deckung zu gehen, denn er hat vernommen, dass der T-Rex einen großen Leidensschrei ausgestoßen hat. Und zwar genau in dem Moment, als er vom Scorpius Rex quasi mit dem Giftpfeil angegriffen wurde und danach eben auch gestorben ist. Nachdem Grant nun den Schrei hört, kann er nicht anders. Er befiehlt Lex und Tim, weiterhin in diesem Versteck zu bleiben und begibt sich selber wieder zurück an die Stelle, an welcher der T-Rex das Gehege ursprünglich verlassen hat. Dort muss er voller Entsetzen dann eine komplett leblose Dr. Ellie Sattler wiederfinden und der Scorpius Rex ist weiterhin über sie drüber gebeugt. Ellie Sattlers Körper verliert nach und nach an Wärme und der Scorpius Rex nimmt Dr. Alan Grant wahr. Dieser geht einige Schritte zurück und fokussiert den Scorpius Rex dabei genauso, wie auch der Scorpius Rex Dr. Alan Grant fokussiert. Grant kann dabei den Gedanken nicht loslassen, dass dieses Tier doch scheinbar eine Art von Raptor
Raptor ist. Allerdings sieht dieses Geschöpf alleine vom Aussehen und eben auch von der Größe her nicht gerade aus wie die Velociraptoren, die Alan Grant bereits in den Gehegen gesehen hat, als diese eben gefüttert werden. Grant rennt daraufhin panisch zurück in den Wagen, in welchem ursprünglich er und Dr. Ian Malcolm gesessen haben, schließt die Türen und verriegelt sie wieder und merkt dann, wie plötzlich ein gewaltiger Giftpfeil durch die Fensterscheibe hindurchknallt. Der Scorpius Rex beginnt damit, den Wagen mit seinen Giftstacheln zu beschießen und springt kurz darauf ebenfalls auf diesen Wagen obendrauf. Was für ein Dinosaurier das sein könnte, diese Frage geht Dr. Alan Grant hierbei nicht aus dem Kopf. Panisch versucht er eine Lösung zu finden und schnappt sich kurz daraufhin erneut eine Leuchtfackel, mit welcher er ebenfalls den T-Rex ablenken konnte. Seine Idee hierbei ist gewesen, die Leuchtfackel im Auto zu zünden und sie dann aus dem Fenster zu schmeißen, damit er einen minimalen Zeitraum hat, in welchem er vom Scorpius Rex flüchten kann. Grant nimmt sich also die Fackel, zündet sie an, fährt das Fenster des Fahrzeugs runter, schmeißt die Fackel aus dem Fahrzeug und muss dann etwas beobachten, was er so nicht erwartet hätte. Der Scorpius Rex ist keineswegs nur für einen kurzen Bruchteil auf diese Fackel fokussiert und eben abgelenkt. Nein, er bleibt eine ganze Zeit lang an dieser Fackel. Und auch Grant, der durch diese Beobachtung sehr fasziniert ist, vergisst dabei tatsächlich eine Zeit lang wirklich die Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen. Allerdings merkt er sich hier, okay, das Tier scheint extrem auf Wärme oder ebenfalls auch auf Licht zu reagieren. Aus diesem Grund öffnet Grant noch einmal die Tür des Fahrzeugs und nimmt sich die gesamten restlichen Fackeln. Er zündet alle auf einmal an und schmeißt sie in Richtung des Scorpius Rex, um eben lange genug Zeit zu haben, um wieder zurückzukehren und zu Tim und Lex an das Versteck zu gelangen. Was er hierbei allerdings nicht wirklich bemerkt, ist, dass der Scorpius Rex weiterhin seine Fährte aufgenommen hat und dass er diese Fährte trotz des prasselnden Regens hierbei nicht verlieren wird. Alan Grant und die Kinder schaffen es also, einen gewissen Vorsprung vor dem Scorpius Rex zu bekommen. Und ja, dieser Vorsprung mag ein bisschen auffällig sein, denn trotz allem müsste der Scorpius Rex ja, sobald diese Leuchtfackeln eigentlich erloschen wären, sich sofort auf die Jagd machen nach Dr. Alan Grant und Co. Allerdings ist das nicht der Fall, denn der Scorpius Rex ist noch andersweitig beschäftigt. Ja, tatsächlich legt das Tier in diesem Augenblick Eier. Das bekommen natürlich ein Dr. Alan Grant, eine Lex und ein Tim und auch ein Dr. Hammond nicht mit. Auf der einen Seite ist das von Vorteil, da sie nun wirklich einen gewissen Vorsprung erreichen können und sich immer weiter Richtung Besucherzentrum begeben können. Auf der anderen Seite ist das natürlich von Nachteil, weil, naja, jetzt haben wir eben bald mehr als nur einen Scorpius Rex und ja, dazu kommen wir noch. Grant und die Kinder gelangen also ebenfalls an den großen Zaun, an welchem sie dann versuchen rüber zu klettern. Allerdings ist dieser Zaun hier weiterhin noch ohne Strom, denn es hätte ja niemanden gegeben, der den Strom hätte im Bunker angeschalten. Ray Arnold wäre weiterhin von den Velociraptoren gefressen worden. Ellie Sattler hätte es niemals zum Strombunker zusammen mit Robert Muldoon schaffen können, denn die beiden sind ja auch hier in dem Szenario weit vorher gestorben. Deswegen hätte John Hammond diese Reise auf sich nehmen müssen. Hammond wäre dabei allerdings auch den Velociraptoren zum Opfer gefallen. Das heißt, hier in diesem Szenario wäre das System nicht mehr angeschaltet worden und Lex und Tim und auch Dr. Alan Grant hätten es relativ mühelos über diesen Zaun drüber geschafft und wären dann eben weiter in Richtung des Schutzbunkers geflohen. Auf dem Weg dorthin hätten sie natürlich um einiges öfter Pausen machen müssen, als wir auch im Film gesehen haben, ich meine auch im offiziellen Filmkanon, müssen wir uns eingestehen, dass sowohl die Kinder als auch Dr. Alan Grant mehr als nur einmal hätten Pause machen müssen. Wir sehen ja eine Pause, als sie dann eben schlafen nachts, wo dann der Brachiosaurus auftaucht. Das hätte jedoch hier öfter passieren müssen, beziehungsweise hätten sie ihren Schritt immer wieder mal drosseln müssen, um eben nicht zu ermüden. Und das hätte dann natürlich dazu geführt, dass der Scorpius Rex ihre Fährten wieder hätte aufnehmen können. Im Originalfilm kennen wir eine bestimmte Szene relativ gut, nämlich die Szene, in welcher die Gallimimus plötzlich aus den Gebüschen herausrennen und unsere Helden rennen dann in dieselbe Richtung mit den Gallimimus weg und plötzlich taucht dann eben der T-Rex auf und jagt die Gallimimus. Das wäre jetzt hier allerdings ein bisschen anders abgelaufen, den T-Rex hätten wir ja nicht mehr gehabt und der Scorpius Rex wäre durch seine Fährte, welche er gefolgt ist, um Alan Grant, Lex und Tim eben aufzuspüren, wäre er dann auch auf die Herde der Gallimimus aufmerksam geworden und hätte begonnen, diese zu jagen. Das heißt, wir hätten jetzt hier ein wahres Wirrwarr an chaotischen Momenten bekommen, denn der Scorpius Rex hätte nach und nach die Gallimimus erlegt, während Dr. Alan Grant, Lex und Tim sich ebenfalls noch in dieser Herde befunden hätten und vor dem Scorpius Rex hätten versuchen müssen zu fliehen. Ebenfalls wäre auch die Idee hierbei ausgefallen, sich hinter dem Baumstamm zu verstecken, da Dr. Alan Grant ja mitbekommen hätte, dass der Scorpius
Rex Wärme wahrnehmen kann. Und solange sich Lex, Tim und Dr. Alan Grant inmitten dieser Herde von Gallimimus befinden, solange würde der Scorpius Rex nicht zwingend ausmachen können, welche Wärmesignatur jetzt eben zu der Fährte gehört, die er aufgenommen hat. Das würde ebenfalls eine ganze Zeit lang funktionieren und naja, irgendwann wäre die Herde aber trotz allem vorbei gerannt und da die Gallimimus um einiges schneller sind als ein Mensch beim Rennen und der Scorpius Rex wäre mit dieser Herde mitgelaufen. Er hätte quasi gar nicht gemerkt, dass sich drei Wärmesignaturen ganz langsam von der großen Herde abgewandt hätten. Grant und die Kinder schaffen es also dann so, letztendlich doch zum Besucherzentrum zu gelangen und dort müssen sie dann feststellen, dass sie, naja, hier nicht zwingend alleine sind. Denn das Besucherzentrum, das birgt schon von außen her leichte Gefahren. Wir sehen weiterhin gewaltige Kratzer an den Wänden des Besucherzentrums und eben auch an den verschiedenen Türen. Wir hören immer noch Schreie im Inneren und ein lautes Gebrüll. Plötzlich taucht einer der frisch geschlüpften Scorpius Rex auf. Und naja, dazu müsst ihr auch wissen, in der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous, da wachsen die Scorpius Rex nicht zwingend. Das heißt, die sind einfach nach dem Schlüpfen relativ schnell schon so weit ausgewachsen. Die brauchen keine 3 Jahre wie eben normale Dinosaurier im Jurassic-Franchise. Das heißt, hier wären die Tiere, naja, maximal so groß wie Velociraptoren. Der Scorpius Rex ist um einiges größer. Ich habe euch jetzt hier gerade mal das Größenverhältnis vom Scorpius Rex zu normalen Menschen eingeblendet. Naja, was jetzt allerdings hier passiert wäre, wäre, dass Dr. Alan Grant keine andere Wahl mehr haben würde, als sich für Lex und Tim zu opfern. Einer der beiden Scorpius Rex würde erneut seine giftigen Stacheln auf Dr. Alan Grant zu schießen und die würden seinen Körper durchbohren, bis dann irgendwann das Gift einsetzt und Dr. Alan Grant mit seinem letzten Atemzug noch lauft schreien könnte. Daraufhin würden sich die Kinder, genau wie auch im Originalfilm, in die Küche begeben. Allerdings würden sie hier nicht erst versuchen, sich irgendwie leise zu verhalten, denn der andere Scorpius Rex ist bereits hinter den beiden her und auch der Scorpius Rex, der eben gerade Dr. Alan Grant erlegt hat, würde nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ebenfalls haben wir noch einen dritten Scorpius Rex, der, naja, die Fährte von den Menschen immer noch aufgenommen hatte. Der war ja nur ganz kurz abgelenkt gewesen wegen den Gallimimus, aber auch der würde dann irgendwann wieder zurückkehren. Glücklicherweise hat Lex in der Küche eine geniale Idee. Sie versteckt sich in einem dieser Schachte, die in der Küche vorhanden sind und ebenfalls Tim setzt sich in einen dieser Schachte rein, denn der Scorpius Rex ist auf das Wärmesignal angeboten. Da es in der Küche allerdings relativ kühl ist, eben auch weil das Kühlhaus direkt nebenan ist, kann der Scorpius Rex hier vorerst nicht wirklich ausmachen, wo sich die Kinder verstecken. Das heißt, wir haben jetzt hier eine ähnliche Szene wie auch im ersten Jurassic Park Film. Das Ganze würde allerdings minimal anders ablaufen. Die Scorpius Rex würden beginnen, wie wild zu kämpfen. Denn auch aus der Serie Jurassic World Camp Cretaceous wissen wir ja, dass der Scorpius Rex irgendwie damit ein Problem hat, wenn es mehr als nur einer ist. Das heißt, wenn sie zusammen jagen müssen, dann ist alles cool. Wenn sie allerdings nur zu zweit sind, dann kappeln die sich ebenfalls auch mal ganz gerne. Das heißt, hier würde jetzt erstmal ein Kampf zwischen diesen beiden Scorpius Rex ausbrechen. Die würden dabei natürlich die komplette Küche verwüsten. Sie würden ebenfalls auch ihre Giftstacheln weiterhin abschießen, die Lex und Tim nur ganz kurz verfehlen würden. Sie würden durch die Küchenschränke hindurchschießen und dann käme auch noch der dritte Scorpius Rex letztendlich nach. Die Tiere wären also hierbei weiterhin fest in ihrem Kampf verbunden. Und ja, jetzt würden eben alle drei Scorpius Rex hier miteinander kämpfen. Lex würde daraufhin versuchen, die Gelegenheit zu ergreifen und zu fliehen. Und sie würde ebenfalls entkommen können. Dabei hätte sie versucht, Tim noch einen Hinweis zu geben. Auch du musst jetzt deinen Schrank verlassen. Wir müssen jetzt los. Tim hätte allerdings Angst und würde sich weiterhin vor den Scorpius Rex verstecken. Und während Lex dann vor diesen Tieren wegläuft, sieht sie noch aus dem Augenwinkel, wie weitere Scorpius Rex die Küche betreten. Denn auch die Scorpius Rex, die von unserem Haupt Scorpius Rex geschaffen wurden oder eben ausgebrütet wurden, auch die haben bereits Kinder bekommen und sich ebenfalls ohne ein anderes Geschlecht fortgepflanzt. Das heißt, die Anzahl der Scorpius Rex, die wir bereits jetzt schon auf der Insel haben, ist relativ ungewiss und Rex flieht auf jeden Fall durch die gesamte Küche und schafft es dann auch wieder unbemerkt zu dem Mittelpunkt des Besucherzentrums zu kommen, eben zu dem Punkt, wo Dr. Alan Grant sich geopfert hat. Ja, denn da sieht sie auch dann die Leiche von Dr. Alan Grant, die durch das Gift aufgequollene Leiche. Lex kann nicht anders, als einen gewaltigen Schrei von sich zu geben
Und die Scorpius Rex schrecken daraufhin auf und Tim ist immer noch in der Küche und versteckt sich weiterhin vor den Tieren. Die nehmen dann allerdings erneut die Fährte von Lex auf und verfolgen das Mädchen, bis sie es dann auch irgendwann finden. Lex wird es nicht allzu weit geschafft haben, sie wird vielleicht die Treppe vom Besucherzentrum heruntergekommen sein und dann spätestens dort wäre aber auch sie den Scorpius Rex zum Opfer gefallen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch Tim übrig und Tim hätte sich aus seinem Versteck befreit und hätte es im Geheimen in den Dschungel zurückgeschafft. Das bisschen Orientierung, das Tim im Verlauf dieser gesamten Story noch gehabt hätte, hätte ihn dann zurück an den Baum geführt, an welchem Dr. Alan Grant und Lex ihn aus dem Auto rausgeholt hätten. Tim wäre daraufhin eben wieder auf diesen Baum hinaufgeklettert und hätte dann dort oben versucht, so lange wie möglich zu überleben. Jetzt gibt es hierbei zwei Szenarien, wie die ganze Nummer hätte enden können. Zum einen hätte es so enden können, dass, die Scorpius Rex ihn trotzdem aufgespürt hätten, aufgrund dieser Wärmesignatur. Und ich meine, sie hätten sehr wahrscheinlich erst auch noch alle anderen Dinosaurier gejagt. Sie hätten die Velociraptoren mit Sicherheit ebenfalls noch erlegt. Also das Riesenbiest und die gesamte Raptorengruppe wären hierbei ebenfalls von den Scorpius Rex getötet worden. Sehr wahrscheinlich hätten sich die Scorpius Rex noch weiter fortgepflanzt. Wir hätten dann auf jeden Fall mehr als ein Dutzend von den Tieren auf der Insel. Und spätestens dann, wenn nach und nach immer mehr der 15 Spezies an Dinosaurierarten im Jurassic Park ausgelöscht worden wären, wäre noch eine einzige Wärmesignatur übrig gewesen und das wäre eben Tim. Und die Scorpius Rex können bekanntlicherweise ebenfalls sehr gut auf Bäume klettern. Also das wäre auf jeden Fall ein Szenario, wie Tim hätte hierbei sterben können. Das andere Szenario wäre natürlich gewesen Unterkühlung. Dabei hätten die Scorpius Rex seine Fährte nicht zwingend mehr aufnehmen können, denn er hat dann eben, nicht mehr die nötige Körperwärme, die das Tier bräuchte, um ihn eben aufzuspüren. Allerdings wäre er dann trotzdem gestorben. Oder das dritte Szenario wäre auch, dass es ähnlich geschafft hätte wie Eric Kirby in Jurassic Park 3, so lange zu überleben, bis dann wirklich Hilfe auf der Insel ankommt und Tim dann möglicherweise von der Insel runterschafft. Gott sei Dank ist das Szenario hier noch nicht vorbei, denn es wurde sich ebenfalls noch ein Szenario gewünscht, das den Titel trägt, was wäre, wenn der Scorpius Rex schon in Jurassic World gewesen wäre? Und wisst ihr was? Wir nehmen einfach das zweite Szenario und nehmen das als Fortsetzung für dieses erste Szenario hier. Ihr werdet allerdings vorher noch das, was wäre, wenn der Indominus Rex in San Diego gewesen wäre, Szenario bekommen. Das schulde ich euch ja immer noch. Das wird dann eben nächste Woche veröffentlicht und dann die Woche drauf haben wir dann das, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World gewesen wäre. Und ihr könnt jetzt entscheiden, wie das Szenario jetzt hier für Tim ausgegangen wäre. Wollt ihr, dass Tim in dem Szenario stirbt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare unten rein mit Ende 1 und wenn ihr wollt, dass Tim überlebt, dann bitte einfach Ende 2. Tut mir aber einen Gefallen und schreibt das nicht in Hashtags, weil Hashtags werden automatisch von YouTube erst einmal geblockt und das heißt, die muss ich dann manuell wieder freischalten. Das vergesse ich dann allerdings meistens. Deswegen schreibt mir einfach rein, Ende 1, Tim stirbt, Ende 2, Tim überlebt und dann werdet ihr sehen, ob Tim es vielleicht doch noch schafft, einen Auftritt zu bekommen in Was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World gewesen wäre. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Szenario in die Kommentare unten rein. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas übersehen? War irgendwas komplett falsch? Habe ich vielleicht auch einen ganz guten Job gemacht? Schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.